Zuallererst stelle ich euch die Kunststoffwerkstatt vor. Hier seht ihr gerade, wie die Studenten mit Sand Formen erstellen, in die später Blei gegossen wird. In dieser Werkstatt lernt ihr alles über Kunststoffe, Plastik und wie Gegenstände aus diesen Materialien hergestellt werden. Nun befinden wir uns in der Holzwerkstatt, in der Holz mit unterschiedlichen Verfahren bearbeitet wird. Gerade werden Bohrungen an einem Hockerbein vorgenommen. Das sind die verschiedenen Fräsköpfe in der Metallwerkstatt. Sieht ganz schön gefährlich aus, oder? An der Drehmaschine hier wird gerade ein Gewinde gedreht. Die Werkstattmeister und Tutoren stehen euch hier selbstverständlich zur Verfügung. An einer Kunststoffplatte führe ich gerade eine Bohrung durch, um später die Einzelteile miteinander zu verbinden. Die Elektrowerkstatt ist sehr interessant. Hier könnt ihr euer Wissen auf dem Gebiet Elektronik erweitern. Natürlich wird auch hier besonders auf die Sicherheit geachtet. Der Umgang mit den werkstattspezifischen Werkzeugen wie Lötkolben und Zange wird euch beigebracht. Selbstgemachte Marmelade. Auch schon probiert? Hier in der Lehrküche habt ihr die Möglichkeit dazu. Einen schönen Ort, um zu entspannen, findet ihr hier auf der Terrasse der Cafeteria.